Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute gibt es mal wieder einen kleinen Text von Arnold Ehret. In den letzten Jahren habe ich ja einige Texte aus seinen Schriften vorgelesen und heute gibt es den Text Die wirkliche und tiefere Ursache der Verstopfung. Dieses kleine Kapitel entstammt dem Buch Rationales Fasten. Kurz zu Arnold Ehret, wer war Arnold Ehret? Arnold Ehret gehört zu den revolutionärsten Denkern und Gesundheitspraktikern der Menschheit. Einige seiner Gedanken sind so genial formuliert, dass sie noch in 500 Jahren modern sein werden. Sie sind zeitlos, denn sie zeigen den Menschen den Weg aus der Sackgasse der Krankheiten. Ehret teilte sich selbst von einer zur damaligen Zeit, um 1900, unheilbar tödlich verlaufenden Krankheit durch Fasten und Ernährungsumstellung. Heute würde die moderne Medizin in diesem Krankheitsfall die Dialyse und Nierentransplantation durchführen. Nach seiner vollständigen Heilung betreute er tausende Menschen bei ihrer Gesundwerdung und hielt viele Vorträge, auch in den USA. Wenn ihr euch für kostenlose Schriften von Arnold Ehret interessiert, dann habe ich hier einige Downloads für euch. Ihr könnt euch die PDF-Dateien direkt herunterladen. Da haben wir zum Beispiel die schleimfreie Heilkost, vom Kranken zum gesunden Menschen und einige Fastenbriefe. Ich setze euch den Link zu dieser Seite unter dieses Video, beziehungsweise findet ihr den Link im ersten angepinnten Kommentar. Es gibt auch zwei richtige Bücher mit den Schriften von Arnold Ehret, Gesunde Menschen Band 1 und Gesunde Menschen Band 2. Und den kleinen Text, den ihr heute hört, habe ich diesem zweiten Band, Gesunde Menschen, entnommen. Wie schon erwähnt, ist er in dem Buch Rationales Fasten enthalten. Wenn ihr euch für diese Bücher interessiert, dann findet ihr die Links unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Die wirkliche und tiefere Ursache der Verstopfung. Die Verstopfung selber ist eine Krankheit und eine wirklich schwerwiegende, weil sie in schweren Fällen den Körper mit einer großen Menge von Schmutz belastet, der bis zu 10 Pfund und mehr wiegen kann. Eine Krankheit an sich ist ja schon ein unnormaler, unnatürlicher Zustand. Selbst die Schulmediziner sind sich darin einig. Normalerweise sollten wir langsam und schmerzlos unseren Geist aufgeben, wenn unsere Lebenskraft dahin ist, insofern wir nicht in Krankheit und Leiden gelebt haben. Die Tatsache, dass die Fälle eines natürlichen Todes heutzutage immer seltener werden, ist ein weiterer Beweis dafür, wie tief wir in den Sumpf der Zivilisation eingesunken sind. Die Verstopfung, diese häufigste Krankheit, hat weder abgenommen noch sich verbessert. Trotz der Tausenden von Mittelchen, die auf dem Markt verkauft werden und ungeachtet der sogenannten medizinischen Wissenschaft, einfach deswegen, weil die Zivilisationsnahrung unnatürlich ist. Die menschlichen Eingeweide sind überhaupt nicht darauf eingerichtet, um diese unnatürliche Nahrung zu verdauen oder dessen unverbrauchte Reststoffe auszustoßen. Sehr wenig ist über die verstopfende Nahrung bekannt oder über jene mit gegenteiliger Wirkung. Was ich in meinem Buch Kranke Menschen über die grundlegenden Ursachen aller Krankheiten geschrieben und begründet habe, stellt den tiefsten Einblick in die Natur der chronischen Verstopfung dar. Wissen Sie nicht, dass die Paste der Buchbinder aus feinem Weißmehl, Reis oder Kartoffeln hergestellt wird? Dass Leim aus Fleisch, Knorpel und Knochen gemacht wird? Wissen Sie nicht, wie klebrig diese Substanzen sind? Wissen Sie nicht, dass Magermilch, Buttermilch und Sahne die besten Ausgangsstoffe für den Kleister der Mahlfarben sind? Dass das Eiweiß, Papier oder Stoffe so perfekt zusammenklebt, dass es der Auflösung im Wasser widersteht? Jede Hausfrau und jeder Koch weiß, wie Öle und Fette an den Wänden der Pfanne kleben. Mindestens 90% der Zivilisationskost enthalten diese klebrige Nahrung und der Mensch stopft sich täglich mit scheußlichen Mischungen dieser Nahrung voll. Somit ist der Verdauungstrakt nicht nur verstopft durch die Verstopfung, sondern im wahrsten Sinne des Wortes zusammengeklebt mit klebrigem Schleim und Kotmaterial. Hiermit ist das Mysterium der chronischen Verstopfung und die grundlegende Ursache aller Krankheiten enthüllt worden. Bei Krankheit handelt es sich in erster Linie um Unsauberkeit. Das ist die einfache, aber schmerzhafte Tatsache. Früchte, grüne Blätter und stärkefreies Gemüse enthalten keine dieser klebrigen, schleimhaltigen Substanzen und stellen natürliche Nahrung dar. Und doch werden sie in ihrer Bedeutung von Ärzten und Laien unterschätzt. Ich werde den Schleier lüften und zeigen, worum es ihnen an Verständnis fehlt. Fruchtsäuren und Säfte von mineralreichen Gemüsen lösen die klebrigen Schleimbelastungen auf.
Fruchtzucker verursacht und verstärkt die Gärung und bildet Gase. Die so sehr gefürchtete Gärung des inneren Schmutzes ist ein weiterer, notwendiger Befreiungsprozess, um seine Ausscheidung vorzubereiten. Säuren, fermentierte Stärke und Leim verlieren ihre klebrigen Eigenschaften, sobald sie zu gären anfangen. Wenn ein durchschnittlicher Fleischesser oder ein Kind, welches hauptsächlich mit stärkehaltiger Nahrung gefüttert wurde, zufällig zu viel von guten süßen Früchten isst, dann setzt gewöhnlich eine Revolution in seinem Nahrungskanal ein, begleitet von Durchfall, wobei die verstärkte Gärung außerdem noch Fieber erzeugt. In schweren Fällen, falls der Arzt den Durchfall unterbindet und Nahrung verabreicht, wie es gewöhnlich üblich ist, kann der Patient sterben, weil die Nahrung davon abgehalten wurde, den Reinigungsprozess zu Ende zu bringen. Die teilweise aufgelösten Giftstoffe verbleiben im Körperkreislauf, was den Tod verursacht. Der Patient erstickt förmlich an seinem eigenen schmutzigen Morast, den er während seiner Lebenszeit durch falsche und zu viele Nahrung angesammelt hat. Falls er nicht stirbt, dann wird sein Fall gewöhnlich chronisch, was bedeutet, die Natur versucht ständig giftigen Schleim und Gase auszuscheiden, trotz aller Behinderungen und gegenteiligen Mitteln. Die Verstopfung verschlimmert nur diesen Prozess. Anstatt weniger zu essen und dann nur befreiende Nahrung, stopft sich der chronische Patient immer mehr mit der falschen Nahrung voll, wird jeden Tag immer molliger und erfreut sich noch an seinen erworbenen Pfunden. Tatsächlich besteht dieses Übergewicht, von uneinsichtigen Gesundheit genannt, hauptsächlich aus angesammeltem Kotmaterial, Wasser und verschiedenen Arten von Schmutzstoffen. In den meisten Fällen von Tuberkulose sind diese Bedingungen vorherrschend. 5 bis 6 Mahlzeiten pro Tag und eine Darmentleerung oder weniger, da ist es kein Wunder, dass er an Gewicht zunimmt und kräftig aussieht, aber nie geheilt werden kann. Das war wieder ein kleiner Text von Arnold Ehret. Dieser Text wurde schon vor über 100 Jahren geschrieben. Meine Frage an euch, wie wirkt dieser Text auf euch und meint ihr, dass dieser Text noch zeitgemäß ist? Ich freue mich über eure Gedanken und Meinungen zu dieser Thematik. Ich wünsche euch noch eine wundervolle Zeit. Lasst es euch gut gehen, ihr Lieben. Bis ganz bald.